Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Erstmal gleich am Anfang, ja, wünsche ich allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2016. Ich habe das nämlich verpennt, dass die Folge, die ich hier davor aufgenommen habe, dass die ja schon am Neujahrstag rausgekommen ist. Und ja, da habe ich das total vergessen, aber jetzt nochmal nachträglich, ja. Herzlich willkommen in 2016. Ich hoffe, es geht genauso geil weiter, wie es in 2015 aufgehört hat. So, und ich habe jetzt hier mal, ihr seht es, ich habe hier ein paar mehr Klimaanlagen aufgebaut, 5 an der Zahl. Und jetzt ist es tatsächlich genug, wenn wir uns hier mal das Ei angucken, dass es nicht mehr zu kalt ist. Aber ich verstehe gerade nicht, warum will es denn nicht schlüpfen? Guckt mal, es ist kein Incubation-Dingens zu sehen. Ich glaube, ich muss es nochmal aufheben und nochmal hinwerfen. Weil sonst ist das hier ein bisschen, ist das hier irgendwie ein bisschen kaputt. Gucken wir uns das mal an. Ja, jetzt Incubating. Das ist immer, wenn man das Spiel unterbricht und neu startet, dann ist das irgendwie immer zurückgesetzt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es jetzt wieder in Gang gesetzt, den Incubation Process. Ich hoffe, es liegt mittig genug. Bin mir da gerade nicht sicher. Es müsste vielleicht noch ein bisschen weiter hinten gehen. Ich habe halt Angst, dass ich es dann in eine Klimaanlage reinwerfe. Das ist auch irgendwie so bekloppt, dass man die Eier in Objekte reinwerfen kann, dass die da nicht davon abprallen. Weil irgendwie das Einzige, was solide ist für das Ei, ist irgendwie der Boden. Und selbst das ist nicht garantiert, weil die Dinger auch durch den Boden fallen können. Das ist irgendwie total beknackt. So, das dauert ja jetzt noch eine Weile, da kann ich ja an sich eigentlich noch was machen, denn mir ist nämlich auch noch eine andere Sache aufgefallen. Ich muss ja den kleinen Pinguin, wenn er dann geschlüpft ist, auch irgendwie hier wieder rauskriegen aus dem Dachboden, ja. Und das geht ja nicht, weil die Luke ist ja hier und damit er mir folgt... Oh, wieso dampft das Ei? Hat das Ei gerade gedampft? Moment. Nee, Incubating, ist alles gut. Sah gerade so aus, als wenn das Ei rot gedampft hat. Das ist ja immer... Obwohl doch, es dampft rot, guckt mal. Ganz leicht. Wie sieht es eigentlich aus mit der Umgebungstemperatur? Minus 6 Grad. Naja gut, ich hab 5 Klimaanlagen da, das muss doch gehen. Es ist ein Pinguin-Ei, hallo? Es ist nicht irgendwie ein Giganotho-Ei oder so. Weil wenn ich jetzt hier den Pinguin rauslocken möchte, ja, indem er mir auf Folgen steht quasi, dann kann ich ja hier nur bis hier hinlaufen, dann würde er ja nie hier in das Loch hingehen. Das heißt, ich brauche hier vorne noch irgendwo eine Luke, wo ich ihn reinlocken kann. Jetzt muss ich mal gucken, das müssen wir von oben machen. Ich habe ja noch Material, ne? Genau, eine Luke geht noch. Oder? Müsste eigentlich, ja, genau. Ha, präzise. Präzise. Das ist dann sozusagen die Pinguin-Luke, ja? Luke, ich bin dein Vater. So. Um mal einen ganz flachen Witz zu bringen hier an der Stelle. Aber Star Wars-Witze sind ja gerade groß im Kommen, weil der Film ja gerade auch so wahnsinnig durch die Decke geht. Der bricht ja gerade alle möglichen Rekorde. Innerhalb von kürzester Zeit und keiner weiß, wie viel Geld er reinholen wird, dieser Film. Aber ich meine, gut, wer da ernsthaft gedacht hat, dass das nicht irgendwie durch die Decke geht, der ist meiner Meinung nach auf einem anderen Planeten aufgewachsen und hat Star Wars irgendwie nie wirklich mitbekommen. So, falls ihr euch übrigens wundert, warum es im Hintergrund vielleicht ab und zu mal knallt, ich nehme das an Silvester auf, diese Folge. Also... Für mich besteht quasi noch der gute Rutsch und ihr habt den Rutsch schon hinter euch. So, was ich jetzt eigentlich brauche, ist, ich möchte diese Dachluke machen. Diese Luke, um diese Tür da zu verschließen. Habe ich die überhaupt schon freigeschaltet? Weiß es gar nicht. Sieht nicht so aus, ne? Ich habe die gar nicht. Wieso habe ich die denn nicht? Naja, ich habe ja genug Engram Points. Gucken wir mal, wo ist sie denn? Die Luke... Zum Schließen. Wooden Trapdoor, da. 6 Engram Points. Ist überhaupt nicht übertrieben. Und wo ist sie jetzt? Die Wooden Trapdoor. Moment. Wooden. Sieh das? Nee. Hä? Da. Wooden Trapdoor, genau. Die brauchen wir noch. So. Und die machen wir dahin, genau. In welche Richtung geht denn die jetzt eigentlich auf? Nach unten, das ist sehr gut. Wunderbar. Wie sieht's mit dem Ei aus? Wie geht's dem Ei? Hm. Mann, dauert das lange.
Ist ein bisschen krass, wie lange das dauert. Ich meine, das ist ein Pinguinei, ja? Wir reden hier nicht irgendwie von einem Bronto-Ei oder so. Ich will nicht wissen, wie lange das dauert, wenn das wirklich ein Bronto ist, der da ausgebrütet werden soll. Das ist ja echt der Wahnsinn. Da kann ich ja in der Zeit jetzt hier echt noch was anderes machen. Apropos was anderes machen. Also ich habe ja jetzt mir so gesagt, dass ich diese Höhle hier unten, ja, ich fliege da mal ganz kurz hin. Obwohl, wartet mal, bevor ich das jetzt mache. Wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Es ist ja Weihnachten, jetzt ist ja jetzt vorbei, ja, wir sind ja jetzt im neuen Jahr und so. Und obwohl mir jetzt schon mehrfach gesagt wurde, ich soll das Weihnachtszeug stehen lassen. Ich sag's mal so, ja, nach Silvester ist Weihnachten nun eindeutig vorbei, weil Weihnachten ist echt nur einmal im Jahr eigentlich. Und, warum kann ich dem das jetzt nicht ab... Ach, unequip muss ich machen, das ist ja bescheuert. Und Weihnachten ist halt nur einmal im Jahr, wo den Schneemann kann ich eigentlich stehen lassen. Die Schneemänner, es ist ja noch Winter, ja, Winter ist ja noch. Das kann man ja noch machen. Das, die sind ja nicht exklusiv weihnachtlich hier. Ich mache jetzt alle Weihnachtsdekos mache ich weg. Dann könnt ihr live dabei sein, ja, wie Weihnachten endet. Sagt Weihnachten ab. Sagt Weihnachten. Lol. Habt ihr gesehen, das war die Animation von einem Tisch, wie er zerbricht, wenn ich den Baum abreiße. Okay, das war es wert. Ach ja, noch eine andere Sache, die ich auch gefragt wurde. Ich bin encumbered, das ist schon mal erstmal schlecht, da muss ich mal gerade was gegen machen. Dann kann ich das andere auch gleich zeigen. Mir wurde nämlich gesagt, dass die Rentiere, jetzt da ja jetzt Weihnachten ist, dass die eine Art Veränderung durchgemacht haben. Und zwar ist das jetzt wohl so, dass wenn man mit einem Rentier hüpft, dass das fliegen kann. Das wurde mir so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nicht probiert. Also wenn man hier mit Rudolf jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier mache, Moment. Moment, jetzt habe ich mich verhakt hier, jetzt kann ich das nicht prüfen gerade, Moment. Naja, er fliegt weiter, so gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe keinen Vergleich, weil ich vorher mit dem Vieh so gut wie nie was gemacht habe und auch... Also so vom Eindruck her, so grob würde ich sagen, dass er irgendwie so leicht schwebt. Also Doppelsprung bringt nichts, Rennen und Springen bringt nichts. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte, Moment. Muss man gerade nochmal die Stamina aufladen, weil angeblich sollen die fliegen können. Hm. Moment. Müssen wir mal mit Anlauf machen hier vom Berg. Von oben. 1, 2, 3. Flieg! Nee, es geht nicht. Die Erdanziehungskraft ist stärker. Also man kann nicht fliegen mit dem. Geht nicht. Ist ein Gerücht. Also wer auch immer euch das erzählt hat, hat euch einen Bären aufgebunden. Und zwar keinen Spielbären, ja. Haben wir das Gerücht auch mal entkräftet. Oder es geht auf eine andere Art und Weise und ich hab's nur noch nicht raus. Kann natürlich auch sein, will ich nicht ausschließen, ja. Ich meine, aber irgendwie, also irgendwie weiß ich nicht, für mich wäre das irgendwie unlogisch, so. Ja, ich meine, gut, klar, die Rentiere vom Weihnachtsmann können halt fliegen, aber warum sollte mein Rentier, das ist ja nicht vom Weihnachtsmann, warum sollte das fliegen können? Ja, also das, ich habe ja, das ist ja kein Weihnachtsmann-Rentier, so in dem Sinne. Es hat ja nur den Skin, es ist ja nur verkleidet als ein solches. Nur weil es verkleidet ist, ja, weil, nur weil ich mich als Darth Vader verkleide, heißt es ja nicht, dass ich ein Beatmungsgerät brauche, so nach dem Motto. So. Ach, die Buden lasse ich mal noch stehen. So an Silvester und so, Neujahrsfeier und so, da sind ja Saufbuden auch ganz beliebt. Aber die Kränze, die machen wir mal weg. Das, den ganzen Weihnachtsschmuck da. Die Lampen, die können noch bleiben. Die Lampen finde ich schick. Die Lampen sehen gut aus. Aber hier innen im Haus, da mache ich mal auch... Und hier die ganzen Weihnachtsmützen von den Dinos, die sammle ich jetzt auch mal ein. Alles abgeben, Weihnachten ist vorbei. Weihnachten ist zu Ende. Weihnachten ist... Oh, du hast ein Level up. Du kriegst mal Gewichtskraft. Kannst du mehr schleppen. Wenn wir dann zur nächsten Eisentour gehen, kann er dann mehr schleppen. Halt, Moment, irgendwen habe ich noch vergessen, oder? Habe ich nicht noch irgendwen vergessen? Hatte nicht noch irgendwer... Ach ja, genau, die Pinguine, ne? Stimmt, dann haben wir gleich hier das Haus auch noch clean. Ja, man kann aber mal gleich ein Ei legen, einfach so. Genau, die Bäume machen wir weg. Weihnachtsbäumchen.
bin ein Cumber, das müssen wir mal schnell ablegen. Und mir wurde gesagt, ich soll mal eine Taucherausrüstung machen. Das können wir allerdings auch mal machen, das stimmt. Das könnte man machen. Ich habe ja jetzt auch die Blueprints dafür, vom Raptor Klaus habe ich die ja bekommen. Also hier für die Hose, den Oberkörper habe ich sogar richtig bekommen und auch immer nochmal als Blueprint. Also im Prinzip, ich habe so gut wie eine komplette Taucherausrüstung zusammen. Mir fehlen, glaube ich, nur noch die Flossen. Ja, nur die Flossen fehlen mir. Gut, so, dann machen wir das hier rein. Mütze abgeben. Danke sehr. Boah, seht ihr kahl aus, wenn ihr nichts auf dem Kopf habt. Warum hattest du eigentlich keine Mütze? Ach ja, dich habe ich ja frisch gezähmt, deshalb hast du keine Mütze. So, die Socken hier, die machen wir mal auch ab. Spielbärsocke. Yamatos-Socke. Rezaris-Socke. Und Aris-Socke. Und da hinten sind noch Kränze. Kränze sind ja auch noch, Mensch. Weg damit. Weihnachten ist vorbei. So. Schon wieder ein Haufen Holz hier und Kram. Moment. Das muss erstmal weg. Das muss erstmal alles verstauen, ja. Das muss erstmal alles weg. Ach, das Mammut habe ich vergessen. Genau. Das Mammut hat noch eine Mütze auf. Obwohl, das sieht so gut aus eigentlich. Das Mammut mit der Mütze. Ach, das tut... Nee, das Mammut darf seine Mütze behalten. Das sieht einfach zu gut aus. Das darf man nicht entfernen, sowas. Das ist so... Das sieht so gut aus. Das ist so witzig, wie dieses Mammut aussieht. Das muss so bleiben, ja. Wenn sonst alles abgerissen wird von Weihnachten, aber ein bisschen Weihnachten... So... Beim Mammut. Ich meine, es steht ja eh hinterm Haus. Wir sehen es ja eigentlich gar nicht. So, jetzt gehe ich nochmal nach dem Pinguinei gucken. Nochmal einen Blick werfen nach dem Jüngling. Habe ich hier Eier gesehen? Ja! Futter! So. Nein, nicht drehen! Dreht euch doch nicht weg. Wartet mal, ich muss euch mal ausmachen. Ich muss mal das so machen, dass ihr nicht wandern könnt. Sonst lauft ihr mir hier ständig... Oh, oh. Ich darf mich auch... Ich darf mich auch nicht verbacken an den Pinguinen. War da nicht noch eins? Ja, da war noch eins. Gib mir das Ei. Du stehst auf deinem Ei. Geh doch weg. Aber das machen Pinguine ja auch tatsächlich so. Die stehen auf ihren Eiern. Das ist ja das Lustige. Die machen das eigentlich genau richtig hier. Ha, nein! Ach Mann, das ist wieder diese Steuerungskacke mit hier The Long Dark. Da ist Kriechen ist da auf Control. Und ich drücke dann immer Control, wenn ich das lange gespielt habe hintereinander. Ach Mann, ich werde das nie hinkriegen. So, Incubating. Alter, das dauert wirklich ewig. Das dauert ja unfassbar lange. Naja, okay. Dann können wir in der Zeit wirklich noch andere Sachen machen, bis das geschlüpft ist. Vor allem, ich will dann gar nicht wissen, wie lange das dauert, wenn ich das Vieh dann hochfüttern muss. Das dauert bestimmt 3 Jahrzehnte, bis das Vieh dann mal selber aus dem Futtertrog frisst. Ich kenne das doch alles mit den Babys. Ich weiß doch, wie das ist. Also, ich fliege da jetzt mal kurz hin. Ja, was ich machen wollte? Hä? Ach so, stimmt. Ich habe euch die Sattel weggenommen. Shit. Das geht ja natürlich gar nicht. Ich habe ja... Das sind ja Skins drauf auf den Satteln. Genau. Moment. Jetzt muss ich hier gucken, welcher Sattel zu wem gehört. Na, ganz klasse. Moment. Ah ja. Ah ja. Okay, das ist kein Sattel. Moment mal. Habe ich gerade Sättel weggeschmissen? Kann das sein? Nee, das kann doch gar nicht sein. Santa Head Skin. Nee, oder? Sag jetzt nicht, die Sättel haben für immer diesen Skin. Also, ich habe doch hier jetzt den Ankylosattel. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Moment. Ich habe jetzt hier den Ankylosattel. Den habe ich doch gerade entskinnt, sozusagen. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich den rausgelegt. Ah, Mann. Okay, ihr seid wieder mal Zeugen von meiner absoluten grandiosen Planlosigkeit. Ich habe doch jetzt gerade, das sind doch Skins und die ziehe ich doch auf die Sättel drauf. So, und jetzt habe ich doch gerade vom Ankylo den Skin runtergenommen. Aber warum kann ich das denn bei den anderen nicht machen? Oder sind das alles normale Mützen hier, die ich hier gemacht habe? Dino Santa Head Skin. Ja. Hä, Moment. Ach hier, Moment, hier steht Armor. Jetzt checke ich das erstmal. Okay, da wo Armor steht. Amore. Genau, da geht das. Alles klar. Oh Gott.
Muss man erstmal drauf klarkommen hier wieder. Diese ganzen Mechaniken. So. Also erstmal kriegst du deinen Sattel wieder. Und dann kriegt der Rex seinen Sattel wieder, die Rexi. Ihr müsstet ja auch eigentlich wieder mal ein Level up haben. Oh, bald ist es soweit. So, du kriegst deinen Sattel wieder und die Pinguine, die kriegen ihre Hüte wieder, so. Und dann haben wir sie alle wieder. Mann, ey, aufräumen nach Weihnachten, das kann so anstrengend sein manchmal, ja. So. Einmal das. Und einmal das. Ach ja, genau, ihr hattet auch noch gemeint, ich soll mal dem T-Rex den Dodorex-Skin aufsetzen. Moment. Das geht aber, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Wartet mal. Geht das? Nee, das geht nicht. Guckt mal. Das geht aus folgendem Grund nicht. Weil den Skin kann ich nur auf Hüte aufziehen und nicht auf Sättel. Ja. Also, das ist auch das, was ich meinte. Ihr müsst halt gucken, wenn ihr euch was wünscht, dass ich das auch machen kann. Ja, also, manchmal habe ich so das Gefühl, ihr wünscht euch halt einfach so random irgendwelche Sachen. Einfach nur so, aber ihr wisst gar nicht, ob das überhaupt geht oder nicht. Also, ich habe das jetzt probiert, ja, das geht nicht. Mit dem T-Rex, dass der den Skin bekommt. So. Weil einen anderen Slot gibt's ja da auch gar nicht. Was war denn das jetzt hier? Ach ja, genau, den. Hä, habe ich dem nicht gerade den Sattel wiedergegeben? Nee, stimmt, ich habe ihn wieder abgezogen, weil ich das gerade probieren wollte. Ja, ja, so viel zum Thema verplant. Total verplant ins neue Jahr hier, das geht ja mal gar nicht. Hast du wenigstens Level up? Nö. Warum auch? So, und jetzt zeige ich euch das, was ich euch eigentlich zeigen wollte von Anfang an. Jetzt kann ich nämlich hier auch fliegen, endlich. Also, ich wollte euch zeigen von Anfang an. Diese Eishöhle hier. Oh, da unten ist ein T-Rex, den können wir gleich platt machen noch. In diese Höhle, ja, möchte ich jetzt in einer der nächsten Folgen mal reingucken. Ist das überhaupt eine Höhle richtig? Kann man da überhaupt richtig rein? Sieht so eng aus da. Also reinfliegen geht schon mal nicht mit dem Ketzerl, da bin ich zu groß für. Also in diese Höhle möchte ich dann demnächst mal reingehen, jetzt in den nächsten Folgen. Weil ich möchte das folgendermaßen machen. Ich möchte einmal in die Höhle gehen, jetzt in dem Zustand, wie sie jetzt ist. Und dann nochmal, wenn das dann eine Eishöhle ist. Weil das wird ja alles umgewandelt irgendwie. Die Höhlen oder ein paar Höhlen werden in Biomhöhlen umgewandelt. Da kommt nochmal so ein großes Update dann irgendwann demnächst. Und da werden die Höhlen umgewandelt, kriegen so ein bisschen Biomeigenschaften und unter anderem wird diese Höhle unter meiner Base, die wird zur Eishöhle. Also so richtig, zur richtigen Eishöhle mit richtig Gestaltung und so, es soll richtig cool aussehen dann. Und da will ich mir das dann unbedingt nochmal angucken. Aber damit wir so ein bisschen den Vergleich haben, dachte ich mir, jetzt könnte man ja das dann so machen, dass man halt in der nächsten Folge mal da unten reingeht und keine Ahnung, dann irgendwann, wenn dann dieses Update rauskam, nochmal da reingeht. Ja, das geht ja auch mal. Kann man ja mal machen. So. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist die Folge schon wieder zu Ende. Es ist mal wieder soweit. Die verspätete Neujahrsfolge quasi. Eigentlich müsste ich ja noch irgendwie Feuerwerk machen. Moment, habe ich noch irgendwie Feuerwerk? Habe ich noch irgendwas? Ich glaube, ich habe gar nichts. Ich habe gar kein Feuerwerk. Nee, weil der Raptor Klaus hat mir kein Feuerwerk gegeben. Ich meine, ich könnte jetzt so eine übertriebene Rakete da basteln, aber nee. Das ist dann wieder zu teuer, das zu verschießen, die ganzen Ressourcen. Da verschieße ich ja pure Ressourcen, ja, da wäre ich ja blöd. So. Haben wir nicht noch, vielleicht doch noch irgendwo... Ich war der Meinung, ich hätte mal so eine Feuerwerkskanone irgendwo gefunden, aber ich glaube, das war auf dem Community-Server, das war nicht hier. Übrigens, an der Stelle auch gleich nochmal der Hinweis, der Community-Server, ne? Da wäre ich ja immer mal ab und zu gefragt. Ihr kriegt aktuell keine Antwort auf die Frage, ob ihr mitspielen könnt oder nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil der Server aktuell gerade offline ist, ja. Der ist gerade offline. Das ist auch einer der Gründe, warum jetzt immer Survival of the Fittest kommt aktuell. Das ist gerade alles so ein bisschen in der Schwebe. Wir müssen mal gucken, wie sich das mit dem Server weiterentwickelt, ja. Also ich kann das gerade nicht sagen, ob der Server wieder online gehen wird oder nicht. Das ist leider ein bisschen eine vertrackte Situation mal wieder aktuell. Und ja, da kann ich leider auch aktuell nicht wirklich viel ändern dran. Ich hänge da genauso, bin da genauso abhängig wie die Leute, die ganz normal auf dem Server spielen. Und deshalb muss ich einfach warten, wie sich das entwickelt. Eventuell, ja,
muss ich selber irgendwie dann nochmal eine Lösung finden, aber das zieht sich alles ein bisschen. Bitte habt Verständnis dafür, ja, also es wird jetzt keine Beantwortung mehr geben auf die Frage, ob ihr mitspielen könnt auf dem Community-Server, ganz einfach, weil ich nicht sicher bin oder nicht weiß, ob dieser Community-Server überhaupt weitergeführt wird. Eine ganz wichtige Info an dieser Stelle natürlich, die ich eigentlich am Anfang hätte erwähnen müssen. An dieser Stelle ist die Folge jetzt erstmal zu Ende. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.